Ein herzliches Willkommen auf Gerati TV. Heute nehmen wir uns Zeit, einen kritischen Blick auf ein brisantes Thema zu werfen. Den behaupteten Hack der Facebook-Seite des Great Ape-Projekts. Hier kann man sich die Frage stellen, ist es Karma oder Schicksal? In diesem Video werde ich der Sache auf den Grund gehen. Bevor wir uns in die Details des Vorfalls vertiefen, werfen wir zunächst einmal einen kurzen Blick auf das Great Ape-Projekt. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Facebook-Seite kein gemeinnütziger Verein ist, sondern ein Projekt, das von der Giordano Bruno Stiftung betrieben wird, die für ihre kritische Haltung gegenüber religiösen Überzeugungen bekannt ist. Die Kontaktperson, die auf der Seite genannt wird, ist Colin Gollner. Eine gründliche Recherche zeigt jedoch, dass aktive Bemühungen zum Schutz von Menschenaffen nicht erkennbar sind. Stattdessen scheint die Facebook-Seite des Great Ape-Projekts eher als Plattform für Hass und Hetze zu dienen. Ein offener Diskurs oder Dialog findet nicht statt. Kritische Kommentare und Fragen werden routinemäßig zensiert und Kritiker werden ausgesperrt. Diese Vorgehensweise ist typisch für die Tierrechtsszene, in der Meinungsvielfalt oft unterdrückt wird. Angesichts dieser Umstände könnte man durchaus denken, dass das Great Ape-Projekt nun möglicherweise mit den Konsequenzen seines Handelns konfrontiert wird und das Karma endlich eingetroffen ist. Kommen wir jetzt zum behaupteten Hack der Facebook-Seite des Great Ape-Projekts. Es war tatsächlich auffällig ruhig auf der Facebook-Seite des Great Ape-Projekts und ich war überrascht, als vor einigen Tagen plötzlich die erste Ersatzseite des Projekts auftauchte. Es brachte mich zum Schmunzeln, als ich die Kommentare unter dem Post über den angeblichen Hack las. Die Frage bleibt jedoch bestehen, ob es sich wirklich um einen Hack handelt oder ob interne Spannungen zu dem Vorfall geführt haben. Ist es möglich, dass die kontroversen Handlungen des Great Ape-Projekts Konsequenzen haben? Hat das Karma hier zugeschlagen? Schließlich war die Seite nicht primär dem Tierschutz und der Hilfe für Menschenaffen gewidmet, sondern wurde vor allem für die Verbreitung von Hass, Hetze und falschen Aussagen genutzt. Ein weiterer interessanter Aspekt: Wie kann es sein, dass die Originalseite auf einer neuen Facebook-Seite als Freund auftaucht? Angesichts der Tatsache, dass die Hauptseite gehackt wurde und niemand vom Great Ape-Projekt Zugriff auf die alte Seite hatte, stellt sich die Frage, wie die alte Originalseite auf der neu erstellten Facebook-Seite vom 20. März als Freund erscheinen kann. Das Great Ape-Projekt gibt selbst an, seit dem 15. März keinen Zugriff auf die alte Facebook-Seite mehr zu haben. Es ist verwunderlich, denn normalerweise müssen beide Seiten eine Freundschaftsanfrage bestätigen, bevor sie als Freunde auf Facebook gelistet werden. Inzwischen sind zwei weitere Facebook-Seiten oder Accounts mit dem Namen Great Ape-Projekt aufgetaucht, wobei eine offenbar wieder gelöscht wurde. Das Great Ape-Projekt hat natürlich wieder viele wüste Behauptungen aufgestellt. Auf der gelöschten neuen Facebook-Seite wurde behauptet, dass Strafanzeige erstattet wurde. Letztendlich bleiben viele Fragen offen. Normalerweise werden gehackte Seiten sofort für Spam-Nachrichten genutzt, aber hier scheint nichts in dieser Art passiert zu sein. Auch die geleakte E-Mail-Adresse wirft viele Fragen auf, insbesondere wer nun Zugriff darauf hat, da diese Adresse benötigt wird, um den Zugriff auf die Facebook-Seite zu bestätigen. Gleichzeitig erhält man eine E-Mail, wenn das Passwort geändert wird, und man hat die Möglichkeit, dem zu widersprechen. Es bleibt auch die Frage offen, warum das Great Ape-Projekt nicht die von Facebook angebotene Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt, die eine Passwortänderung ohne Authentifikator nahezu unmöglich macht. Letztendlich wird wohl kaum jemand diese Facebook-Seite vermissen, die Hass und Hetze verbreitet hat. Von 39.638 Follower, die größtenteils gekauft wurden, auf gerade einmal 7 Follower zu stürzen, geht ziemlich schnell. Das Mitleid hält sich wohl in Grenzen. Erstaunlich ist jedoch, dass die neu erstellte Facebook-Seite des Great Ape-Projekts wieder verschwunden ist. Es scheint eher so, als wäre diese von Facebook entfernt worden. Die anderen beiden Great Ape-Seiten sind eigenständige Accounts und keine Facebook-Seiten. Was wirklich beim Great Ape-Projekt los ist, lässt sich natürlich nur mutmaßen. Ein Hackangriff ist möglich, doch einiges spricht dagegen. Persönlich erlebe ich regelmäßig Spaßvögel, die versuchen, mein Passwort zurückzusetzen. In solchen Fällen ist es wichtig, angemessen zu reagieren. Sollte man den Zugriff auf den E-Mail-Account verlieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Wiederherstellung zu beantragen. Das Problem beim Great Ape-Projekt ist jedoch, wer der Inhaber des Facebook-Hauptaccounts ist, auf dem die Seite läuft. Nur dieser kann sich gegenüber Facebook zertifizieren. Handelt es sich um einen Fake-Account, der gerne vom Great Ape-Projekt genutzt wird, dann sieht es düster aus für das Projekt. Ein weiteres Tierrechtsprojekt, das im Sumpf des Internets verschwindet.
Enzo lässt grüßen. Was denkst du über die jüngsten Ereignisse rund um das Create-A-Projekt und den behaupteten Hack ihrer Facebook-Seite? Wir sind gespannt auf deine Meinung. Hinterlasse uns deine Gedanken dazu unten in den Kommentaren. Vergiss nicht, das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat, und abonniere unseren Kanal, um keine weiteren Updates mehr zu verpassen. Deine Meinung ist uns wichtig. Also lass es uns wissen, was du denkst. Danke fürs Zuschauen und für deine Unterstützung. Tschüss, bis zum nächsten Video.